Ein herzliches Hallo zu unserer Weitwinkel-Jubiläumsausgabe. Uns gibt es nun ein Jahr und das haben wir uns zum Anlass genommen, euch Beiträge zu zeigen, die es aus verschiedensten Gründen nicht in die Sendung geschafft haben. Solche Beiträge könnt ihr sowieso immer auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Wenn man eine themengebundene Sendung macht, muss man natürlich darauf achten, dass die Beiträge thematisch zueinander passen. In unserer zweiten Ausgabe, die um Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft ging, haben wir unsere Hände zum Beispiel selber in den Ackerboden gesteckt und haben den Münsteraner Forstwirt bei seiner Arbeit begleitet. Da hat der Beitrag über Lebensmittelverschwendung und Foodsaving leider nicht mehr reingepasst, aber jetzt seht ihr ihn. In Deutschland sind es im Jahr mindestens 11,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. Pro Verbraucher etwa 82 Kilo pro Person. Vermeidbar davon wären vielleicht so 53 Kilo, also über die Hälfte. Wenn man diese 82 Kilo pro Person pro Jahr vielleicht auf die 300.000 Einwohner, die Münster hat, hochrechnen würde, dann wären das so ungefähr 25.000 Tonnen pro Jahr. Ja, die Gründe, die kann man sicherlich nicht so einzeln benennen. Also, wie wir immer sagen, das ist ganz komplex, das Problem, und das hat ganz, ganz viele Ursachen. Also beim Verbraucher an sich ist es sicherlich einerseits auch die veränderte Wertschätzung, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren, also eigentlich so nach dem Krieg mit dem Lebensmittelkonsum auch so einhergeht. Wir leben heute in einer Überflussgesellschaft. Wir können zu jeder Zeit frische, vielfältige, alles, was wir wollen, einfach im Supermarkt kaufen. Lebensmittel sind auch einfach billig, gerade in Deutschland. Also im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern können wir hier wirklich Lebensmittel sehr, sehr billig kaufen. Zum einen ist es einfach so, dass man nie 100% wissen kann, wie viel die Kunden an welchem Tag kaufen werden. Und das ist einfach als Händler relativ wichtig, dass man schon ein gewisses Angebot hat, weil die Kunden einfach sonst sagen, wenn jetzt gerade Grundnahrungsmittel, sagen wir mal Äpfel oder Kartoffeln nicht da sind, dann sagen die Kunden, wenn das mehrmals passiert, okay, dann gehe ich zu einem anderen Händler. Das heißt, man muss einfach ein gewisses Angebot haben, was auch immer leicht über der Nachfrage liegt. Und zum anderen kann man halt auch nicht genau einschätzen, wie die Kundennachfrage, wie hoch die sein wird. Und Lebensmittel sind halt nicht ewig haltbar. Das liegt in der Natur der Sache. Das große Problem ist ja, der Verbraucher möchte einfach Lebensmittel, die optisch einwandfrei sind. Professor Ritter sagt immer ganz schön, Natur ist pickelig. Und so ist Obst und Gemüse eben auch. Und muss man auch sagen, dass die Kunden natürlich auch häufig lieber die frische Ware nehmen, als die, wo vielleicht schon eine Macke dran ist oder die nicht mehr so frisch aussieht. Da kann auch jeder Kunde was dafür tun, indem er vielleicht einfach sagt, wenn ich heute Abend noch koche, kann ich auch die Paprika nehmen, wo vielleicht schon zwei, drei Stellen dran sind. Aber es gibt halt immer wieder Produkte, die nicht mehr verkaufbar sind aus unserer Sicht, die wir dann aussortieren und wo dann die Lebensmittelretter nochmal gucken und dann sagen, okay, was sie noch für genießbar halten, das nehmen sie dann mit und stellen das dann ins Internet oder über öffentliche Verteiler der Allgemeinheit zur Verfügung. Ja, also Foodsharing ist ja ein ehrenamtlicher Verein und zwar funktioniert das so, dass zum einen kann man über die Homepage, können Privatpersonen ihre Essen anbieten, über sogenannte Essenskörbe. Da kann man eben seine übrig gebliebenen Lebensmittel, die so im Haushalt anfallen, als Essenskorb anbieten und dann können eben andere Menschen sich das abholen. Und zum anderen ist es so, dass man auch bei Supermärkten Lebensmittel abholen kann. Und zwar sind das hier in Münster die Superbio-Märkte. Da können eben ab Ladenschluss die übrig gebliebenen Lebensmittel, können dann die sogenannten Foodsaver, können die da abholen. Also ich möchte Foodsaverin werden, weil ich finde, dass es ein guter Weg ist, um gegen die Lebensmittelverschwendung anzugehen, indem man eben bei Supermärkten Lebensmittel abholt, die man auch essen kann und man die eben vor dem Abfall rettet. Man merkt, Essen interessiert die Menschen wieder und wir möchten auch wieder mehr wissen, was wir essen und wo es herkommt und wie das vielleicht auch in unserem Körper wirkt und was es auch auf die Umwelt für eine Auswirkung hat. Man muss sich einfach immer wieder daran erinnern und ganz viele kleine Schritte machen, also einen Einkaufszettel schreiben, wenn man zum Einkaufen geht, vielleicht nicht hungrig einkaufen gehen, beim Einkaufen vielleicht auch mal darauf achten, dass man nicht nur die Produkte mit dem längsten Mindesthaltbarkeitsdatum nimmt, sondern eben auch, wenn man weiß, ich esse den Joghurt jetzt bald, dann kann man auch das nehmen mit dem kurzen Haltbarkeitsdatum. Also zum einen ist es als Lebensmitteleinzelhändler
immer so, dass man Lebensmittelabfälle hat. Das kann man nicht ganz vermeiden. Wir versuchen das natürlich durch unseren Einkauf, durch unsere Planung, wie viel wir vorher bestellen an Lebensmitteln, wie viel wir im Laden haben. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel jetzt kurz vor Ladenschluss an der Bäckertheke relativ wenig Brote. Das heißt, wir versuchen nicht die ganze Zeit das ganze Programm zu haben, sondern so zu planen, dass wir möglichst wenig am Ende des Tages oder am Ende der Haltbarkeit wegschmeißen müssen. Ja, was kann man noch machen? Also ich finde eigentlich, das Wichtigste ist, dass wir irgendwie oder generell die Verbraucher wieder einen näheren Zugang zu Lebensmitteln bekommen. Und dazu gehört sicherlich also solche Projekte wie Urban Gardening oder das Kindergarten, einen eigenen Garten irgendwo betreuen haben und sehen, wie Lebensmittel wachsen. Wie lange es dauert zum Beispiel, bis die Tomatenpflanze aufwächst und rot wird. Und wie lecker sie dann auch schmeckt, wenn man gesehen hat, wie viel Arbeit auch da drin ist. Man muss es ständig gießen, die braucht vielleicht Dünger. Oder man sollte vielleicht auch, jeder sollte mal wieder ein Brot backen, um das wertschätzen zu lernen, was es bedeutet, eben auch Lebensmittel herzustellen dann. Ein verantwortungsvoller Händler sollte sich Gedanken darüber machen, was mit seinen Lebensmitteln passiert. Und im Optimalfall passiert es so. Und natürlich hat auch der Kunde die Macht, bei seinem Händler mal nachzufragen, was machst du denn eigentlich mit den Lebensmitteln? In unserer dritten Ausgabe ging es um Solidarität. Und aufgrund der momentanen Problematik war das Thema Flüchtlinge hier auch sehr zentral. Als wir gerade fertig waren mit der Sendung, haben wir eine neue Freiwillige ins Haus bekommen, die doch gerne zu diesem Thema auch noch einen Beitrag produzieren wollte. Ihr Beitrag hat es leider damals nicht in die Sendung geschafft, aber den Beitrag, den Francine produziert hat, den seht ihr jetzt. Die Flüchtlingsthematik ist derzeit ein aktuelles und brisantes Thema. Allein in Deutschland werden laut des Bundesinnenministeriums dieses Jahr bis zu rekordhafte 800.000 Asylbewerber erwartet. Nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Integration dieser Menschen stellen eine gewaltige Herausforderung dar. Doch was beinhaltet Integration? Ich hoffe, dass die Flüchtlinge dass sie bereit sind, sich auch mit den deutschen Lebensbedingungen irgendwie anzufreunden und die auch anzunehmen, ja, und nicht irgendwie im Ghetto bleiben. Dass er die deutsche Sprache gut beherrscht, dass er viele Kurse erhält, um die deutsche Sprache auch wirklich gut zu erlernen. So akzeptieren, wie es ist, mit Gesetzen, genau. Mit allem drum und dran und nicht seine eigenen Sachen aus seinem Land hier einführen wollen und nach seinem Land leben wollen. Das funktioniert nicht. Im Endeffekt ist alles eine Geldsache. Wenn mehr Geld bereitsteht, wenn die Politik mehr Geld dafür bereitstellt, dann kann man eben auch Leute einstellen, die sich dann zum Beispiel Sprachkurse anbieten. Kontaktfreudig, tolerant und der deutschen Sprache mächtig sein. Das sind die Forderungen der Befragten gegenüber den Flüchtlingen. Doch die Bereitschaft, die Tür für seine ausländischen Nachbarn zu öffnen, ist oft nicht gegeben. Das haben auch die drei Jugendlichen Lennart, Sven und Sönke erkannt und sich diese Aufgabe zu Herzen genommen. Sie gründeten die Facebook-Gemeinschaft Youth of Integration, bei der Jugendliche aus dem Münsterland Berührungsängste und Vorurteile beiseite schaffen. Sie unternehmen gemeinsame Dinge mit den Flüchtlingen, wie zum Beispiel Kochen oder Fußball spielen. Dazu gehört auch ein wöchentliches Treffen im PG-Haus, bei dem neue Aktionen geplant werden und der Austausch zwischen Flüchtlingen und Deutschen ermöglicht wird. Deswegen Integration beinhaltet eigentlich im ersten Schritt einfach vorbeigehen, fragen, wer bist du, wie heißt du, woher kommst du und offen sein. Und es ist halt wirklich echt berührend, weil ich konnte innerhalb von einem Monat oder so einer Familie, die eigentlich nichts hatte, sie waren irgendwie seit 3-4 Tagen, waren die bei uns in Altenberge, konnte ich alles geben. Das ist Yusuf. Er ist 37 Jahre alt und ist aufgrund von politischen Verfolgungen aus seiner Heimat Afrika Guinea geflohen. Derzeit wohnt er in Altenberg in einem Flüchtlingsheim und nimmt regelmäßig an den Aktionen von Youth of Integration teil. So when Lena came, the first he told me by this organization, I was happy, you know, I was want to know more. It's a good idea for young people. Think that idea to help people from immigration coming, you know, other people here they don't do that. You know, they just watch us like we are strangers. It's only young people coming to us to ask us for this. This is good, you know. It's good for me, you know, to, you know, because I didn't expect that. I think maybe the young people, they're going to grow for us because the parents told about us, migration, say, oh, this immigration is bad, don't be friend with them.
you know, I would think about it. That's what I mean. I don't want to be, you know, I don't want forcing myself to some kid. You know, like I say, hey, I want to be friends. Nah. But now they're coming to me. I like that. I love that. I didn't expect that, you know. I would stay alone here. Nobody coming, see me, what you want to do, you know. When I go out, dressing, the people show me, they scare me like I want to buy him, I'm strange. I say, you don't know me. If you know me, you're not going to be scared of me, you know. Das Thema der Integration von Flüchtlingen wird nicht nur die nächsten Wochen und Monate präsent sein, es hängt jetzt von uns ab, inwiefern wir die nächsten Jahre mit den Flüchtlingen gestalten. Vermeiden und verstoßen wir die Menschen im Flüchtlingsheim? Oder machen wir das Beste daraus und geben Yusuf, Ali oder Selma eine Chance, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden? Fernsehformate und Sendungen zu produzieren kann sauharte Arbeit sein. Und manchmal nehmen wir uns eben ein bisschen zu viel dabei vor. Als wir vor einigen Monaten die Sendung über Sinne gemacht haben, hat es einer unserer Redakteure leider nicht mehr geschafft, die Animation vor Redaktionsschluss bei uns einzureichen. Und was ihr damals verpasst habt, das seht ihr jetzt. Birgit ist besorgt, ihr kleiner Justin spinnt. Erst heute Morgen hat er ihr eröffnet, dass Donnerstage für ihn violett sind und Sonnenlicht sich stumpf anfühlt. Was läuft bei ihm denn bloß falsch? Sofort zum Neurologen mit dem Jungen. Nach kurzer Untersuchung steht die Diagnose. Justin ist Synästhetiker. Besorgt fragt Birgit, ob das was Ernstes sei und wie lange ihr kleiner Schatz noch zu leben habe. Noch mindestens 60 Jahre, sagt der Neurologe. Und dann lachen die drei. Synästhesie ist natürlich nichts Ernstes. Einfach nur eine ungewöhnliche Verkopplung der Sinne. Aber jetzt erstmal von vorn. Wie kommt so ein Sinn überhaupt zustande und was ist Wahrnehmung? Die fünf sogenannten klassischen Sinne der Physiologie sind Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken. Allerdings kann der Mensch viel mehr und so werden auch andere Wahrnehmungen oft zu den Sinnen gezählt, zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, die Schmerzempfindung und die Temperaturwahrnehmung. Den Anfang macht ein Reiz aus der Umwelt, wie zum Beispiel Licht, der von einem Sinnesorgan aufgenommen wird. Welches Sinnesorgan angesprochen wird, hängt von der Art des Reizes ab. So wird Licht zum Beispiel über das Auge wahrgenommen. In dem jeweiligen Sinnesorgan befinden sich sogenannte Rezeptoren, die den Reiz anschließend in elektrische Impulse umwandeln und über Nervenbahnen zum Gehirn weiterleiten. Das Gehirn vergleicht den umgesetzten Reiz dann mit Erfahrungen, die bereits mit ähnlichen Reizen gemacht wurden. Weswegen wir uns dann erinnern, dass die Bockwurst wie Bockwurst schmeckt und Karl von nebenan so aussieht, wie er halt aussieht. Daher benötigen Menschen, die nach OPs erstmals sehen oder hören können, auch immer einige Stunden, um die Sinneseindrücke richtig zu verarbeiten. Ihr Gehirn hat einfach keine Erfahrungswerte gespeichert. Aufgrund dieses Abgleichs mit den gemachten Erfahrungen liegen die Sinne aber nicht immer ganz richtig und es kann zu Sinnestäuschungen kommen, was letztlich Fehlinterpretationen des Gehirns sind oder schlicht auf einer Überlastung der Sinnesorgane beruht. Und damit kann man echt lustige Sachen anstellen. So vermutet das Gehirn aus puren Erfahrungswerten immer wieder, dass sich dieses Bild bewegt oder dieser Ton dauerhaft absteigt. Selbst wenn wir rational längst begriffen haben, dass dem nicht so ist. Hält man beide Hände in unterschiedlich warmes Wasser und anschließend in Wasser mittlerer Temperatur, werden die Hände unterschiedliche Wärmeempfindungen erzeugen. Aber nicht nur das Gehirn, sondern auch die Rezeptoren der Sinnesorgane haben so ihre Grenzen. Zum Beispiel kann der Mensch nur einen recht kleinen Teil des Farbspektrums im Licht sehen. Und besonders tiefe oder hohe Tonfrequenzen können wir nicht hören. Wobei das nicht bei jedem Tier gleich ist und die einen mehr, die anderen weniger wahrnehmen können. Und nun zurück zu Justin. Seine Synästhesie bedeutet, dass bestimmte Sinneseindrücke Hirnareale aktivieren, in denen andere Sinneseindrücke gespeichert sind. So aktiviert das Sonnenlicht, das er sieht, zugleich einen Teil des Gehirns, der für das Tasten zuständig ist. Und er erlebt den zusätzlichen Sinneseindruck eines stumpfen Gefühls. Naja, gibt natürlich Schöneres, aber jeder Synästhetiker erlebt eben andere Sinneskopplungen. Und nicht jeder kann bei Sonnenlicht gleich Rosenduft riechen. Birgit ist jedenfalls beruhigt, hat jetzt aber ein bisschen Angst vor ihrem Sohn. Seit einiger Zeit probiert unsere Redakteurin Ann-Kathrin für die Serie Beruf Roulette verschiedenste Arbeiten aus. Eigentlich ist diese Serie YouTube-exklusiv, aber in dieser Sendung wollten wir euch das nicht vorenthalten. Und dabei ging für Ann-Kathrin sogar noch ein Traum in Erfüllung. Ich stehe heute vor einem ganz besonderen Laden und zwar vor der Bonbon-Manufaktur von Peter Stöpel und Timo Bernsmann und schaue mir heute mal an, ob Zuckerträume wahr werden.
grüß dich. Hi. Peter, hi. Ich wollte mal anschauen, wie man Bonbons macht. Hallo. Hi, Andrew. Hi. Dann legen wir da das Motiv mit dir zusammen. Das Ende ist ganz hinten. Das ist unser Kühltisch. Da kommen nachher die Zuckerstangen drauf, wo das Motiv schon drin ist. Genau. Und da sollen die Zuckerstangen aushärten. Ja, cool. Also gehen wir von links nach rechts. Ja. Wie lange dauert das dann so von der Idee, bis man wirklich ein fertiges Bonbon hat, wenn ja immer neue Sachen ausprobiert werden? Es kommt darauf an, was wir reinarbeiten. Also je nachdem, wie abstrakt das Motiv dann nachher ist, dauert das natürlich länger. Mhm. I Love MS ist eine Standardproduktion, die haben wir auch so im Laden. Und da würde ich sagen, brauchen wir jetzt gleich, bis das Bonbon fertig ist. Stunde, anderthalb, ja. Schütze das einfach von oben bis unten einmal ein, schön mittig. Ja. Und dann kannst du einfach mit dem Löffel, rührst du das so langsam ein. Wichtig ist immer, dass das relativ mittig bleibt, das Aroma, und nicht an den Seiten, weil sonst läuft das sich an die Strebe nämlich runter. Und dann haben wir nachher das Aroma auf dem Tisch. Einmal hoch und runter damit. Genau. So, ich verteile das jetzt mal. Wie lange habt ihr dafür gebraucht, bis ihr das so alles konntet? Also wir waren 3 Monate bei dem Bonbonmacher, der uns das beigebracht hat. Wir haben dann da 3 Monate bei dem auf dem Hof gewohnt und haben dann da die Schulung dann genossen. Wo war das? In Oldenburg. Die Familie von Peter hat eine Süßigkeitenfabrik oben im Norden. Ja, und dann haben wir mal einen Bonbonmacher gesehen in Köln und waren dann so fasziniert, dass wir gesagt haben, genau das wollen wir machen. Du musst jetzt den Farbstoff einrühren. An die Seite? Genau, mit kleinen Tropfen Gelb. So? Ja. Reicht schon? Nee, nee, mach ruhig. Noch mehr? Genau. Okay. Ja, stopp. Ja. Und das wirst du jetzt schön ein. Alles klar. Einfach so wieder kreisen bewegen. Genau, richtig. Okay. Okay. Ja, genau. Ich mach das mal hier oben hin. Ja. Ups. Ja, das müsste schon fast reichen. Das heißt, wenn du damit zu lange rumspielst, dann ziehst du dem Zucker auch die Temperatur. Deswegen müssen wir ihn einmal nur kurz durchkneten und dann können wir ihn wieder weglegen. Kannst du dir schon mal überlegen, wie wir hieraus weiß machen? Farbstoffe wurden ja hier schon hinzugefügt, oder? Weiß kann man nicht hinzufügen wahrscheinlich. Kann man auch, oder? Kann man auch, aber es gibt einen Trick. Schön warme Hände. Ja, das ist auch das Problem gewesen am Anfang, warum wir Brandblasen haben. So, ja, jetzt haben wir alles soweit vorbereitet. Ja. Das heißt, jetzt können wir eigentlich mit der richtigen Arbeit anfangen. Jetzt schreiben wir uns das Ei auf Münster in das Bonbon, okay? Okay. Ja, wir fangen jetzt mit dem S an. Und für den S brauchen wir 2 weiße Rollen. Und da du das Schwarz drum legst, um diese weiße Rollen, entsteht ein S, ja. Entsteht ein S, genau. Da ist das da S. Ist einmal ganz groß. Jetzt noch mal kurz ein bisschen wärmer, wo das Innenleben halt relativ hart ist. So, es dauert aber, bis das entgegenkommt. Das ist nämlich, wie gesagt, noch sehr, sehr hart. So. Ja. Nein, so, ne? Genau. So, jetzt darf es gehen. Drehen. Feuer drehen. Ach, genau, Feuer. Damit du die Spirale hast. Mein erster eigener Lolli. Ja, okay. Ein paar mehr, Ich muss mal ein paar mehr reinmachen. Let's do it. So, ich habe hier selbstgemachte Bonbons und darf die sogar mitnehmen und vernaschen. Für mich steht nach diesem Tag fest, ich komme wieder. Zu Beginn dieser Ausgabe haben wir euch von unserer Sendung über Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft erzählt. Der Deutsche Bürgermedienpreis letztes Jahr stand unter dem Motto: Eure Vision über unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft.
Da die Sendung thematisch da sehr gut reinpasste, haben wir uns überlegt, die dort einzureichen. Tatsächlich haben wir auch den Hauptpreis gewonnen und wollten euch die Bilder von diesem schönen Abend nicht vorenthalten. Ja, und jetzt zum Eigentlichen. Wir haben heute Abend ja viel über den Begriff Nachhaltigkeit gesehen und gehört, mit all seinen unterschiedlichen Facetten. Keine leichte Aufgabe also für eine TV-Redaktion, für eine Produzentengruppe, sich diesem Begriff zunächst mal fernsehgerecht zu nähern und vor allem keine leichte Aufgabe, dieses globale Phänomen in geeigneter Form, versteht sich, auf die lokale Ebene herunterzubrechen. Realisiert man dagegen, und jetzt nähern wir uns natürlich dem konkreten Siegerbeitrag, ein Konzept, das irgendwo zwischen der Sendung mit der Maus, Wissen macht A und ein bisschen Jan Böhmermann hin und her pendelt, und würzt man diese Geschichte dann auch noch mit lokalen, also authentischen Beispielen, dann gehört man bei der Verleihung des Nationalen Bürgermedienpreises zumindest schon mal zum engeren Favoritenkreis. Und der Beitrag Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft von Pascal Renka und Jakob Töbelmann hat nach Meinung der Jury diese eben genannten Kriterien und Vorgaben am überzeugendsten von allen eingereichten Produktionen umgesetzt, auch wenn das Rennen ganz, ganz knapp war unter den ersten dreien. Wir haben hier tatsächlich eine Bühne voller Mitwirkender, denn selbstverständlich zwei Namen stehen vorne, die sich um diesen Preis beworben haben, aber letzten Endes steht natürlich eine ganze Redaktion dahinter, und hier haben wir die Mitwirkenden an der entsprechenden Sendung, die wir über Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft gemacht haben. Genau, und wir haben halt eben versucht, mit dieser Sendung das Lokale in Münster und auch ein bisschen übers Münsterland oder über Münster hinaus halt eben mit dieser Sendung darzustellen. Und ja, wie es halt wohl eben so gekommen ist, hat es ein paar Leuten sehr gut gefallen. Ich bin, ja, weiß ich nicht, find's cool. Und ja, vielen Dank nochmal, vielen Dank an diese tatkräftigen Menschen, die es wirklich nicht funktioniert hätte, diese Sendung zu machen. Und ich hoffe, wir haben noch alle einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, freue ich mich darauf, das nächste Jahr Weitwinkel mitzuerleben. Mir hat's gefallen, ich hoffe, euch hat's gefallen, und natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf das nächste Jahr Weitwinkel.